Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Ja, ich muss mich erstmal wieder bei euch bedanken. Ihr habt wieder eine Menge Themen eingesendet. Und ja, macht weiter so. Das finde ich richtig, richtig klasse von euch. Auch wenn einige Themen dann vielleicht doch eher mal etwas sinnloser sind. Aber naja, ich meine, man kann ja auch ein bisschen Humor mit in die ganze Sache reinbringen. So, ja. Gut, Öffnungszeiten 8 bis 18 Uhr. Ihr wisst, ich wollte in dieser Aufnahme hier in der Stadt noch ein bisschen rumdüsen. Und mal schauen, ob ich hier einen LKW-Händler finde. Okay, gut. Dann erstmal, Magst du How I Met Your Mother? The Big Bang Theory und so ein Zeugs. Ja. Der Truck fährt nicht mehr. Gut. Ja, eigentlich ja nicht. Nee, muss ich ehrlich sagen. Nee, die hasse ich. Das, mir gefällt der Humor von den Ganzen einfach nicht. Das ist so ein Humor, finde ich doof. Gefällt mir irgendwie nicht, Das hat mich nie gereizt, die zu sehen, und das wird mich auch, glaube ich, nie reizen, die Dinger zu sehen. Was passiert eigentlich, wenn ich... Ah, cool. Schön. Keine Strafe gezahlt, das ist top. Wann muss ich denn eigentlich mal wieder pennen? Nächste Pause innen. Gut, die kann ich denn hier auch nochmal machen. Ficken. Oh, nice. Wahrscheinlich war die Ampel jetzt grün. Ich suche eigentlich den LKW-Händler hier in der kleinen Stadt. Namens Linz. Mal schauen, weil vielleicht ist das ja mal ein Volvo-Händler oder so. Oder ein Valiant, weil ich wollte mir als nächstes Jahr vielleicht mal einen Valiant kaufen. Ja, also How I Met Your Mother, da gefällt mir der Humor nicht. Die ganze Aufmachung der Serie finde ich nicht so toll. Und ja, scheiße, wo fahre ich denn hier? Mann. Ja, weiß auch nicht, das ist einfach so. Nee, erst recht nicht. Das finde ich richtig doof, muss ich sagen. Und ja, und es wurde mir oft gesagt, tune doch mal bitte deinen LKW auf. Oder kauf dir mal einen neuen, du hast ja so viel Geld. Nein, ich will mir erst eine neue Firma kaufen. Ich bin jetzt bei 93 Parts oder 94 ist das jetzt, glaube ich. Und ja, ich habe immer noch keinen Mitarbeiter, das ist doch peinlich. Und hier gibt es anscheinend nichts. LKW-technisches. Ne, gibt es anscheinend nicht. Hier kann man noch pennen. Und so sieht also eine große Fabrikhalle aus. Och, du lieber Himmel. Wäre ich dem fast reingedonnert. Ja, also, How I Met Your Mother, ne. Und auch, wie heißt das Ding da mit dem, wo Charlie Shima drin war? Two and a Half Men, genau. Two and a Half Men heißt das. Und, ja, das finde ich auch. 3% Schaden, weil ich ein Schild kaputt gemacht habe. Finde ich ehrlich gesagt auch nicht so top. Und, ja. Also, die ganzen neuamerikanischen Serien, die finde ich irgendwie alle nicht so toll. Der Humor gefällt mir überhaupt nicht. Und mir wurde gesagt, ich sollte mit der Maus steuern. Ich müsste ja mal schauen, ob das geht. Controller, Einstellungen. Nee, geht nicht. Man kann nicht nur mit der Maus steuern. Vielleicht hier bei Hoch, Gas. Nee, geht nicht. Geht nicht. Kann man nicht mit der Maus steuern. Ich könnte das hier mit der Maus steuern, aber anders kann ich das nicht mit der Maus steuern. Naja, ist auch egal. Ich schimmel jetzt hier nur so ab, weil ich mal das Menü einer Dingens sehen will. Einer von so einem Teil da halt. Und ja, gut. Ich hoffe, euch stört das jetzt nicht so sehr, dass ich hier mal ein bisschen warte. Das ist ja auch nicht so lang in Euro Truck Simulator. Und jetzt rede ich einfach mal nur kurz über Themen. Geht gleich weiter. Also gut, magst du eigentlich solche Spiele wie Battlefield oder Medal of Honor? Also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe eigentlich nichts gegen Shooter. Aber im Prinzip habe ich da doch was gegen sie, weil ich... Ja, mag das Gameplay jetzt nicht so gerne. Und ich glaube, wenn wir stehen, vergeht die Zeit nicht so schnell. Naja, weil... mir gefällt das Gameplay nicht. Meistens ist die Story scheiße und so. Und, ja. Also...
Oh, ja, genau, bleibt an der Bordsteinkante hängen mit deinem Riesentruck. Vom Prinzip her sind sie nicht schlecht, aber ich meine, das Multiplayer-System finde ich in einigen Spielen ganz gut. Battlefield, da finde ich das halt toll, dass man da so gut snipen kann, weil die Maps relativ groß sind. Das finde ich auch doof bei vielen anderen Shootern, dass die Maps in meinen Augen oft viel zu klein sind. Und ja, das finde ich einfach... Naja, da kommt gar kein Kriegsfeeling auf, wenn man dann da irgendwie in so einem, ich sag mal, einem 500 Quadratmeter großen Gebiet Leute abmetzelt, bis man da irgendwelche, ja, ich sag mal, Killstreaks freischaltet. Ist auch bei Call of Duty so. Finde ich jetzt eigentlich nicht so top, das System, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja, was ist das denn? 16% Schaden, war da ein Auto? Kann ich ja gleich nochmal zur Reparatur, aber vorher fahre ich mal hier lang. Vielleicht ist hier ein LKW-Händler. Nee, ist nicht. Ist ja scheiße, nein! Knapp. So, ja, also... Grundsätzlich habe ich nichts gegen die Spiele. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass mal so ein Spiel kommt. Weil Shooter sind dann immer so, ja, da kann man sich schön abreagieren und so ein Kram, finde ich. Und naja, das Story ist zwar jetzt nicht so der Burner, aber halt geht schon. Also, es gibt Spiele mit wesentlich schlechterer Story, aber ist jetzt nicht der Killer, aber es geht. Es geht. So schlecht sind die Spiele in meinen Augen gar nicht, auch wenn die Grafik oft viel zu, ja, zu wünschen lassen übrig lässt. Außer jetzt bei Battlefield speziell, das hat eine sehr, sehr gute Grafik, finde ich. Vor allen Dingen mit dem Supernatural Patch oder wie das Ding heißt. Toll. Super. Da ist das alles dann nochmal ein Stück natürlicher. Der ganze Kram. Und das ist natürlich auch top. Also jetzt muss ich den scheiß Truck nochmal reparieren. Warte. Toll. Schau mal, jetzt habe ich nur noch 138.000. Ne, 137. Knapp verrechnet. Und, ja, kann ich hier pennen? Ne, mache ich gleich, wenn ich losfahre. Ja, jetzt ist gleich 8 Uhr. Das warte ich eigentlich schon die ganze Zeit drauf. Deswegen laber ich hier auch so einen Schrott daher. Und, ja, also, ich muss sagen, Battlefield, das habe ich jetzt selber nicht, aber Battlefield Free-to-Play habe ich mal eine Zeit lang gespielt. Und da fand ich die Grafik schon echt viel besser als, Dingenswummens bei irgendeinem Call of Duty Teil und ja. Naja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, da ich hier ein Call of Duty Teil liegen habe, dass mal von dem ein Let's Play kommen wird. Der ist nämlich ganz nice und ja. Auch wenn die Story scheiße ist, muss einfach auch mal auf dem Kanal sein. Ich bin so einer, der möchte gerne von jeder Spielesorte etwas auf seinem Kanal haben. Deswegen habe ich immer so eine große Anzahl oder Vielfalt an Projekten. Natürlich kommt auch einiges doppelt, zum Beispiel Simulatoren und so ein Kram, aber ja, das fahre ich jetzt hier einfach auf dem Bürgersteig mal lang. Ich muss hier irgendwie die Zeit totschlagen. Ja, hä? Was ist das eigentlich hier? Ist das echt nur ein Bürgersteig? Naja. Also wird definitiv, denke ich mal, ein Let's Play zu irgendeinem Shooter kommen, aber erst wenn ich das entsprechende Alter erreicht habe. Gut, dann jetzt. Scheiße. Wie findest du Rennspiele, wie zum Beispiel Formel 1 2012? Hast du eigentlich welche? Weiß nicht. Ja. Ich muss sagen, Rennspiele finde ich extrem doof. Da muss ich ehrlich sagen. Rennspiele ist das einzige Spielegenre, was mir so überhaupt nicht gefällt. Das verabscheue ich über alles. Ich mag es auch, ich kann es auch nicht, ehrlich gesagt. Aber das hindert nichts daran, dass ich es nicht mag. Ich habe schon mal früher öfters erwähnt, ich mag Autos nicht so toll. Und ja, irgendwie Formel 1 jetzt speziell finde ich ihn echt richtig unsinnig. Das ist eigentlich immer nur ein Rundkurs. Und ja, da kann man eigentlich gleich sich an den Simulator setzen oder so. Und dann hat man Spritkosten gespart. Und ja, ist einfach dumm, in meinen Augen sowas zu veranstalten. Deswegen finde ich das gut für Leute, die das mögen, aber ich mag das eigentlich jetzt gar nicht so, wenn ich spiele. Außer jetzt hier sowas wie Mario Kart oder Jack X, die finde ich richtig, richtig gut. Wo man halt so diesen Faktor drin hat, hey, der kann mich jederzeit abschießen. Und jetzt schauen wir mal rein. Oh, ach, so sieht das also aus.
Ja, ich möchte mir nur ansehen, wie das aussieht. Aha. Gehaltsvorstellungen. Okay. Ich weiß nämlich nicht, wie das normalerweise aussieht. Ja, ist ja toll. Gut, dann können wir jetzt auch mal einen Auftrag annehmen. So, aber erst nachdem ich kurz mal weg bin. Tschüss. Ja, nehmen wir in diesem Part noch den Auftrag an und dann fahren wir nächstes Mal ordentlich ab. Oder fangen schon mal an, ihn abzufahren. Gut, was ich noch zu den Rennspielen sagen wollte. Es gibt natürlich auch Vorteile an Rennspielen. Die machen schon an einigen Stellen Spaß, aber für mich überwiegt ja meistens der große Langeweile-Faktor, genauso wie bei Shootern. Bei Simulatoren, jetzt speziell diesem hier oder Landwirtschaftssimulator, vor allen Dingen die neueren Teile, jetzt habe ich gar nicht nach dem Auftragsangebot geguckt. Da hat man halt noch so eine kleine taktische Komponente drin. Am liebsten finde ich, oder spiele ich Jump'n'Runs und Strategiespiele. Ich denke mal, zu Age of Mythology wird vielleicht auch mal ein Let's Play kommen. Ich bin jetzt hier in Linz und dann hätte ich gerne Preis pro Streckeneinheit. Nehme ich mir den mal. Obwohl, ich würde mal gerne. Ja, nehmen wir einfach mal den Preis pro Streckeneinheit. Dann holen wir den noch gleich ab. So. Den hole ich mir jetzt noch kurz ab und dann ist das so gut. Dann ist, sag ich mal, ist der Part heute auch schon vorbei. Ja, was ich ganz lustig finde, ist, bei Rennspielen finde ich das toll, wenn man gegen seine Freunde fahren kann, weil das ist richtig gut. Da sieht man dann wirklich, hey, der ist ein Stück besser als ich und so. Und ja, da kann man auch wirklich noch ein Stück bei einigen Spielen zumindest was beeinflussen durch Tuning und sowas. Aber ich finde es halt viel lustiger, wenn man sich gegenseitig abschießt und so ein Kram, weißt du, dann wird auch mal ein schlechter Gewinner. Und dann ist nicht einer, der irgendwie die Strecke auswendig kann, weiß, wo man driften muss und so ein Kram und wo man am besten bremst, die Ideallinie kennt und generell so gut fahren kann. Dann ist zum Beispiel bei Mario Kart, da sind fast alle Wägen gleich. Und ja, das finde ich einfach wesentlich fairer, das System, auch für Leute wie jetzt mich zum Beispiel, die jetzt nicht so gut fahren können. Ich denke mal, ein Rennspiel wird jetzt nicht kommen, so in dem Sinne, wie du damit Test Drive machst. Test Drive, das Spiel finde ich irgendwie gar nicht toll, weißt du. Das habe ich mir damals gekauft wegen einem Kumpel, habe es auch ein bisschen gespielt, hat ein Stück Spaß gemacht, aber nach einer Zeit immer wieder dasselbe, dieselben Zwischensequenzen. Nee. Ich spiele lieber so ein schönes Jump'n'Run. Oder am liebsten mag ich so 3D-Jump'n'Runs wie Jak und Daxter oder Jak oder Ratchet & Clank oder den ganzen Kram. Die finde ich so richtig, richtig toll. Das ist eigentlich mein Lieblingsgenre an Spielen, auch wenn ich das auch nicht kann, aber ist auch egal. So, gut, drei Themen in dem Part abgehandelt. Ja, dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.